Ein Stolperstein als Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes wird in Leoben verlegt und soll Namen und Wirken der Verstorbenen ins Gedächtnis rufen. Der symbolisch erste Stein am Ignaz-Buchmüller-Platz vor der Arbeiterkammer erinnert an Simon Trevisani, der im Widerstand sein Leben lassen musste. Heute ist es mit dem Stein für Simon Trevisani eigentlich ein symbolischer Auftakt der Stolpersteine in Leoben und in der Region. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr weitere Steine verlegen, gemeinsam mit der Gemeinde, für jüdische Opfer, auch wieder für Widerstandskämpferinnen und für Widerstandskämpfer, möglicherweise auch für andere Opfergruppen, wenn wir entsprechende Biografien dazu finden. Das Projekt Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig wurde bereits 1992 ins Leben gerufen. Mittlerweile sind es 70.000 Steine, die europaweit verlegt wurden. Nun auch der erste in Leoben. Für die ersten Gedenksteine hat die Stadt Leoben die Patenschaft übernommen